Mein Name ist Torben Vogt, ich bin 47 Jahre alt, ich bin der stellvertretende Ortsbrandmeister hier in der Ortsfeuerwehr in Verden und ich bin seit meinem 16. Lebensjahr aktiv in der Feuerwehr hier in Verden dabei. Mein Name ist Dennis Körte, ich bin ehrenamtlicher Kreisbrandmeister des Landkreises Verden hier in der Freiwilligen Feuerwehr und bin 46 Jahre alt und bin seit etwas über 30 Jahren dabei. Ja. Dennis Körte und Torben Vogt sind an einem der vielen Orte, wo das Hochwasser zwischen Weihnachten und den ersten Januartagen über das Ufer trat. Dieser ganze Wall, dieser komplette Wall, den man hier durchsieht bis hinten hin, ist an einem Tag entstanden. Und ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber hier sind mit Sicherheit über 100 Einsatzkräfte tätig gewesen. Hier haben wir überörtlich Kräfte gehabt, der sogenannten Kreisfeuerwehrbereitschaften aus den Landkreisen Diepholz und Cuxhaven. Die haben uns hier unterstützt. Das hätten wir alleine gar nicht hingekriegt mit Verdener Kräften. Rund um die Uhr waren sie und das Team von der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz, um Schlimmeres zu verhindern. Es war schon sehr stressig, es war schon eine Ausnahmesituation, wie wir es hier im Landkreis noch nicht gehabt haben, muss man sagen. Für mich persönlich war es halt so, dass ich dann die Weihnachtstage ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag dann eigentlich dauerhaft mit der technischen Einsatzleitung zusammen dann die Einsätze geführt habe. Ich weiß noch, meine erste Einsatzphase ging von abends 18 Uhr bis fast zum nächsten Abend 18 Uhr, bis wir das dann so hingekriegt haben, dass ich auch ausgelöst wurde. Übrig geblieben sind die Sandsäcke. Doch auch die verschwinden nach und nach. Die Dankbarkeit bei den Anwohnerinnen und Anwohnern aber bleibt. Ich danke euch nochmal ganz, ganz herzlich für euren Einsatz, für eure Unterstützung, für das ständige in Kontakt sein, sodass ich auch wusste, was passiert hier, was ist da. Für das Beaufsichtigen des Hauses. Ich weiß jetzt nicht, wenn wir die Hilfe nicht gehabt hätten, was wir gemacht hätten. Wo hätten wir jetzt Sandsäcke so schnell hergekriegt? Wo packt man die hin? Wie erzeugt man da einen schnellen Schutz? Das hätte ich nicht gewusst. Wir hätten hier untereinander mit Sicherheit irgendwie was auf die Beine gekriegt. Aber wie es dann weitergegangen wird, das kann ich heute nicht sagen. Also ohne diese Wahnsinnsunterstützung weiß ich nicht, was passiert wäre. Um ihren Einsatz zu würdigen, sind die beiden Feuerwehrmänner jetzt nach Berlin eingeladen worden. Ein Besuch im Schloss Bellevue beim Neujahrsempfang des Bundespräsidenten. Erstmal waren wir doch etwas überrascht, als der Anruf kam aus der Staatskanzlei in Niedersachsen, dass wir jetzt auserwählt worden sind, uns dort zu beteiligen oder eingeladen sind, beim Neujahrsempfang teilzunehmen. Es war schon eine Ehre für uns natürlich, aber stellvertretend natürlich für alle Einsatzkräfte, die hier im Einsatz gewesen sind. Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder diese Gelegenheit haben werde. Deswegen habe ich das natürlich auch dankbar angenommen. Ich sehe das aber persönlich halt so, dass ich stellvertretend für die Kameraden da war. Also ich habe ja nicht alleine irgendeine Leistung erbracht, wäre ja gar nicht möglich gewesen. Eine Leistung, die Sie zwar nicht allein erbracht haben, aber dafür freiwillig. Ich würde mir natürlich wünschen, dass wir weiterhin immer Leute bekommen, die motiviert sind, bei uns mitzumachen. Ich erhoffe mir natürlich auch, dass sich weiterhin auch viele Menschen auch in den Dienst der ehrenamtlichen Sache stellen und uns dabei natürlich auch unterstützen. Und dass dieses Gemeinschaftsgefühl, was ja durchaus durch das Hochwasser hervorgerufen wird, vielleicht auch noch etwas länger anhält und dadurch halt vielleicht die Welt auch ein Stück weit besser zu machen. Ein unscheinbares Gebäude unweit vom Bremer Hauptbahnhof. Die sogenannte Teestube bietet jedoch viel mehr, als sie vermuten lässt. Es ist ein Anlaufpunkt, eine Stütze. Und Kopf des Ganzen ist Hermann Smith. Beschäftigung für Haftentlassene und Langzeitarbeitslose. Das ist so eine Tätigkeit, einfach eine Struktur in seinem Leben zu kriegen. Plötzlich Kollegen zu haben. Ja? Man lernt Verantwortung. Das finde ich ist total wichtig. Der 65-Jährige ist in seiner sozialen Einrichtung seit über 30 Jahren für Menschen mit Haft- oder Drogenvergangenheit da. Ich nehme den Menschen so, wie er ist. Ich will nicht wissen, was er vorher gemacht hat. Ich möchte mit ihm zusammen arbeiten oder nur reden und ihm ein gutes Gefühl geben. Und natürlich versuchen wir zu beraten, wenn es ein Problem gibt. Egal ob Behördengänge, die Wohnungssuche oder einfach mal jemanden zum Quatsch. Hermann Smith und seine Kollegen helfen, wo sie können. Wie auch Frank, Lenny und Hans. Sie alle sind Stammgäste hier. Ich bin eigentlich sehr dankbar, dass ich hierher kommen kann, weil ich die Leute mag ich auch. Die Leute sind sehr nett und
Wir sind ja schon fast so wie so ein bisschen so wie eine Familie. Verschiedene Schicksale haben sie hierher geführt. Lenny, wie er hier von allen genannt wird, kennt Hermann schon seit 25 Jahren. Nach der Entlassung aus dem Gefängnis hat er hier wieder Fuß fassen können. Ohne die Teestube wüsste er nicht, wo er heute stehen würde. Gleich wäre ich wieder straffällig geworden. Ich habe meine Sucht irgendwie in den Griff gekriegt. Ich war heroinabhängig. Hier sind meine Freunde. Hier ist fast Mittagessen mein Tagesmittelpunkt irgendwie. Ja, und ich komme eigentlich schon 4-5 Mal die Woche hierher. Jeden Tag kommen etwa 70 Gäste in die Stube, 365 Tage im Jahr. Alkohol und Drogen sind tabu. Und manche haben es dabei gar nicht so weit. Hier wohnen ca. 20 haftentlassene Männer aus dem Bremer Knast, aus Lebshausen. Bis zu 2 Jahre dürfen sie hier wohnen. Gesellschaftsspiele, eine Fotogruppe, Pfeile werfen beim Darts, Ausflüge und eben ein warmes Essen für etwa 3 Euro. Auch das ist die Teestube. Heute gibt es vegetarische Pizza. Jeden Tag in der hauseigenen Küche zubereitet. Und es scheint zu schmecken. Hans Kabel kommt seit etwa 6 Jahren. Und auch für ihn spielt der Grund, wieso jemand in dieser Situation ist, keine übergeordnete Rolle. Manche reden gar nicht drüber und manchmal sitzt einer bei mir und schüttet sein Herz aus. Ne? Aber da ist bei mir dann die oberste Devise, ich höre mir das an, aber nur für mich. Ein respektvoller Umgang auch untereinander, auch das macht das Projekt Teestube aus. Die richtigen Hilfestellungen für die schnelle Wiedereingliederung in die Gesellschaft machen sie dann komplett. Auch deswegen wurde Hermann Smit vorgeschlagen, dem Neujahrsempfang des Bundespräsidenten beizuwohnen. Im Schloss Bellevue in Berlin. Das fand ich natürlich schon mal ganz toll, dass ich überhaupt vorgeschlagen wurde. Wusste aber noch nicht, ja, wer ist denn jetzt? Ne? Wie viele Leute werden vorgeschlagen? Und man hat da gar keine Idee von. Als ich dann Mitte Dezember dann so einen schönen Umschlag aus Berlin zu Hause vorfand, war das natürlich echt super. 40 Jahre war der 65-Jährige nicht in Berlin und so hat er am 9. Januar Frank-Walter Steinmeier getroffen. Eine besondere Ehre. Das ist für mich so ein i-Tüpfelchen auf meine Karriere in der sozialen Arbeit. So könnte ich das wohl beschreiben. Ja, da werde ich noch jahrelang von zehren. Dinner im Schloss inklusive. Aber wie war er denn so, der Bundespräsident? Ich fand so ganz normal, also ja, wie mein Nachbar. Im Mai dieses Jahres geht Hermann Smit in Rente und hinterlässt eine große Lücke. Was wirst du am meisten an der Teestube vermissen? Das gute Essen auf jeden Fall. Wohl nicht nur das. Auch wenn nicht mehr täglich, bleibt der Neurentner dann der Teestube zumindest ehrenamtlich erhalten. Durch diese Tür kann jeder ein- und ausgehen, der einen medizinischen Rat braucht. Georg Kückelmann ist mindestens einmal die Woche im Bremer Treff und behandelt ehrenamtlich die Gäste. Egal ob mit oder ohne Versichertenkarte. Da ist halt immer noch so ein bisschen Entzündung drauf, aber es ist kleiner geworden. Das ist schon mal ganz gut. Ne? Super. Ich verbinde Ihnen das nochmal neu. Der Bremer Treff ist eine Begegnungsstätte direkt in der Innenstadt für Menschen in allen möglichen Notlagen. Und jeden Dienstag und Donnerstag von 18 bis 20 Uhr sind eben Ärzte wie Georg Kückelmann für Sie vor Ort. Als ich angefangen habe, wusste ich nicht, was da auf mich zukam. Ich war der Erste und der Einzige. Es gab keinen sonst. Ich konnte auch keinen fragen, wie man das macht. Ja, und das hat sich dann so entwickelt. Sonst ist der niedergelassene Arzt in einer Bremer Gemeinschaftspraxis. Dort sind die Arbeitsbedingungen natürlich besser und der Unterschied groß, wie er sagt. Der Unterschied liegt nicht in der Art der Erkrankung der Patienten. Patienten haben im Wesentlichen die gleichen Krankheiten, nur hier sind sie nicht so ausgeprägt, nicht so lange verschleppt. Die Lebenserwartung obdachloser Menschen ist um etwa 10 bis 15 Jahre verkürzt. Auch, weil sie nicht oft genug ärztlichen Rat aufsuchen. Scham spielt dabei auch eine große Rolle. Genau deswegen kann der 62-Jährige sie auch nicht so regelmäßig in seine eigentliche Praxis einbestellen, auch wenn er es immer wieder versucht. Er ist sehr sozial. Und versucht ihnen wirklich bestmöglichst zu helfen. Mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen und denen auch zur Verfügung stehen. Die haben ja meistens nichts, die Obdachlosen. Und ich glaube, dass er da auch sehr beliebt ist. Das merken wir auch im Treff, denn der Umgang auf Augenhöhe kommt an.
Ich bin froh, dass ich diese Möglichkeiten hier habe, fragen zu können. Arthur Gellert ist seit 2016 obdachlos und regelmäßig da. Im Alltag stößt er viel auf Ablehnung, da kommt er bei Georg Hügelmann auch schon mal gerne ins Quatschen. Die Hamburger schnacken ja nicht alle so viel wie Sie, ne? Nee, ich bin ja auch Berliner. Ach, Sie sind Berliner? Ja, 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 die Berliner haben es ja. Ja, die schnacken viel, ne? Er hilft, wo er kann und ich habe ihnen den Vorteil, ich brauche diese Medikamente nicht zu bezahlen. Auch das ist ein Problem, denn etwa die Hälfte der Menschen, die vorbeikommen, sind nicht krankenversichert. Das ist eine strukturelle Ungerechtigkeit, dass jemand, der aus dem EU-Ausland hat, hier keinen Krankenversicherungsschutz hat. Das ist ein Menschenrecht. Jeder Asylbewerber hat einen Krankenversicherungsschutz. Aber es gibt wenige Deutsche und ganz viele EU-Ausländer, die hier gestrandet sind und null Leistungsanspruch haben. Die medizinische Notfallversorgung im Bremer Treff ist deswegen auf Spenden angewiesen. Wir können so eine, also für die Leute, die versichert sind, eine KV-Abrechnung machen, auch ein Rezept, Überweisung und sowas ausstellen. Für die nicht versicherten Patienten ist es so, dass der Verein die Kosten trägt, also auch die Medikamentenkosten. Auf Bundesebene ist Georg Hügelmann außerdem in der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe aktiv. Seit mehr als 20 Jahren ist er ehrenamtlich im Bremer Treff unterwegs. Mittlerweile gibt es 3 Standorte in Bremen. Für sein Engagement ist er Anfang des Jahres zum Neujahrsempfang beim Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geladen worden. Während des Dinners saß er sogar mit ihm am Tisch. Zwischendurch musste man sich mal so kneifen. So, das ist jetzt der Bundespräsident. Aber das war schon ganz schön. Es war ein sehr beeindruckendes Erlebnis. Eine Wertschätzung seiner Arbeit, die auch immer mal wieder lustig sein kann. Also ich kann mich daran erinnern, irgendwann so in der Adventszeit, die Straßenbahn war voll bis oben hin, ich steige da ein, so mit Einkäufen, also Weihnachtskäufen und so. Am anderen Ende der Straßenbahn ruft einer, hey Doc, guck mal, alles wieder in Ordnung. Und die ganze Straßenbahn klappt. Es sind diese Erlebnisse, die ihn Woche für Woche motivieren, aber auch immer wieder erden, wie er sagt. Was das für eine Härte ist, auf der Straße zu leben oder zwischendurch auf der Straße zu leben, das ist richtig hart. Und dann gehe ich morgens in meine Praxis und denke, Mann, geht's dir gut. Das ist die Motivation. Motivation, die vielen Menschen in Not helfen kann. Noch mehr Videos aus Niedersachsen und Bremen findet ihr hier auf unserem RTL Nord YouTube-Kanal. Einfach jetzt abonnieren.